Wahldynastie. Hat der Kaffee schon gesoffen? Aber so was von, Junge, meine Freunde. Schön sauber bleiben. Sonst kommen doch die Schweine eben aus dem Wald gedackelt. Da hinten rennt die Sau rum. Guck mal, hier haben wir schon mal Fleisch für die Olle. Dann wachsen die irgendwann nach und dann ist richtig schön. Oh, geh kacken, ey. Was macht denn der da? Fliegenpilz könnten wir essen. Ich find's cooler, wenn man die aufkochen könnte und dann wirklich so auf einen Berserker-Trip gehen könnte. Das wäre so geil. So unterstützte Jagd. Oh. Aber nein. Verfügbar in einer Minute. Ja, komm, mach hin. Guck mal so ein bisschen aus der Tür hier noch so raus. Hm. Da ist der Herbst, gleich ist Winter. Ach, ist das schön. Da spielt noch einer auf der Klarlaute. Da raschelt noch jemand. Moment. Mit seiner Speer auf die Eins legen. Nochmal, vielleicht noch ein letztes Mal diesen Abend jagen. Nein. Ich könnte noch ein paar Steine suchen. So nebenbei. Ich guck mal, hier liegen noch ganz... Nee, Stock, Stein. Stock und Stein sind alles mein. Nee, wie ging das? Morgen scheiße ich, übermorgen verreiß ich und übermorgen mache ich der Königin ihr Kind. Also von Rumpelstilzchen. Ich weiß es nicht mehr. Ich kenne die Sprüche, ich kenne die also. Ich bin doch kein Märchenonkel hier. Was soll ich euch auch erzählen? Soll ich mal was vorlesen? Von Grimm? Gebrüder Grimm? Die haben ja auch die ganze Scheiße nur geklaut. Also nicht was. Ne? Und dann hat Disney da Filme draus gemacht, weil die ja kein Geld für bezahlen müssten. Lizenztechnisch. So sieht das nämlich aus. Steine sind ganz schön schwer. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir denn für Bögen? Können wir das hier gucken? Hier kann ich aber keine Pfeile herstellen, ne? Nein, muss ich mir nicht in die Hütte vergehen. Wo kommen die ganzen Steine plötzlich her? Komisch. Egal. So, zurück. Oh, überladen. Die werden wir brauchen. Ich glaube, ein Stein pro Pfeil. Bin ich ganz sicher. Wie soll denn das gehen? Die Stimmung ist schon schön. Ach ja. Ein gutes Spiel. Ich freue mich, wenn es irgendwann fertig ist. Hier freue ich mich eigentlich, jetzt so früh dabei zu sein. Dass wir so miterleben dürfen. Hoffentlich verkacken sie es nicht. Manchmal verkacken sie es ja so richtig. Naja, wollen wir mal den Teufel an die Wand malen. Was ist das da hinten? Was steht denn da? Ach, ein Baumstumpf. Ich dachte gerade, wer baut denn mir komische Steinskulpturen hin? Das ist ein Baumstumpf. Ha, was haben wir gelacht? Irre. Irre, der Mann. Ich wollte kurz gucken, was brauchen Pfeile denn hier eigentlich? Brauchen wir, okay, 17 Steine brauchen wir dafür. 50, die 50 Federn sind das Problem. Stock 10. Geht ja eigentlich, aber Federn, warum so viel? Vielleicht sammeln wir im Winter mehr? Oder man muss konstant halt an der Falle hocken oder mehrere Fallen, aber da kommen ja auch immer nur 5. Oder wie viel haben wir da gekriegt? 5, glaube ich, ne? Die Truhe ist gleich schon wieder voll, wenn ich das voll Steine packe hier, weil die sind so schwer. Ja, die passen jetzt schon alle nicht rein. Ich sehe das doch schon. Oh. Nehmen wir die Beeren mal schon mal raus. Hier, komm. Die wiegen ja auch immer 100 Milliarden Tonnen. Für den Winter. Nein, was war das jetzt? Falsche Taste. So, alle. Hier, E, F, E. Ich drück doch alles. So. Mal hier noch rein. Ist eigentlich egal. Dann schleppen wir uns ins Bett. Essen uns noch ein paar Beeren. Ziehen uns den Pelzmantel an. Schon mal für, so hier Pelzkapuze aufsetzen. F. Nee, wie muss ich es anlegen? Ausrüsten. F. Und Fellstiefel. Gut, dass wir die schon haben. Ratzemies Schuhe. Warum haben wir denn keine Schuhe an? Ach so, wegen dem Fellstiefel. Ah, wegen dem Stiefel. Komm, dann essen wir noch ein paar Beeren und stimmen uns schon mal auf den Winter ein. Und haben wir noch einen Stein und einen Stock in der Tasche. Das ist mir jetzt auch egal. Und gehen jetzt rüber. Wie sehen wir denn jetzt aus?
Ah, okay. Ach, so mit dem Fell nach innen. Ah, ja, ist ja auch schlau. Und draußen das Leder. Die hatten auch noch keine Sohlen, ne? Das war ja damals auch so ein Problem. Das ganze Handwerk, die Menschen waren doof, oder? Ich weiß nicht. Oder halt einfach. So, schlafen. Im großen Bett wollte ich pennen. Ruhe jetzt. Gott sei Dank, jetzt kommt der Winter. Jetzt, oh je. Jetzt haben wir, schaffe den ersten Winter. Mal gucken, was passiert. Das ist jetzt Winter? Und wir haben, ach geil, dass wir hier die Fenster offen, dass wir hier keine Feuerstelle anhaben. Wir erfrieren, aber eieiei. Schneeengel machen. Und? Hört ihr das? Es knarrt. Das liebe ich. Man hört den Schnee knatschen. Das ist voll gut. Hier waren meine Feuerstellen. Wieso hat er die denn weggemacht? Das ist gemein. Also muss man Feuerholz stapeln irgendwo. Nee, dann machen wir die Feuerstellen weg im Ladescreen, weil wir hassen dich. Lichtenstein. Duh. Aber es knatscht. Voll gut. Ja, was machen wir jetzt den ganzen Winter über? Ist ja nix. Jetzt müssen wir von unseren Ressourcen leben. Haben wir denn Hunger? Ne, wir sind gesättigt, alles gut. Es sind 16 Grad. Also, achso, Charakterparameter, weil wir warme Sachen haben. So, jemand meinte, beim Management wäre ja Reputation. Da oben! Ich habe immer hier geguckt, weil ich dachte, das ist Überschrift. Okay. 19 erst. Wir brauchen 50, um jemanden anzuheuern. Aber wir haben schon alle Häuser gebaut. Komm zu mir. Du hast nicht genug Reputation, ne? Jetzt liegen hier überall Stöcker rum. Der Winter ist schön. Oh, ist er herrlich. Was machen wir jetzt? Jagen ist irgendwie nicht. Obwohl, wir könnten ja eigentlich nur jagen. Ich könnte noch... Nee, kann ich nicht. Ich würde gerne noch ein Haus bauen, aber... Gebäudelimit. Wie erhöhen wir das? Da müssen wir wieder leveln. Doch eigentlich müssen wir den ganzen Winter... Ja, wir müssen leveln. Holz hacken, irgendwas machen. Warte mal. Wir müssen... Warte mal, die Schaufel könnte ich jetzt... Hatte ich das nicht schon gekauft? Konnte ich die Schaufel noch nicht machen? Ich bin gerade unsicher. Muss ich dafür das Ressourcenlager bauen? Nee, kaufen wir jetzt mal. Warte mal. Ha, wir können die Schaufel... Ah, wir können jetzt mal die Stümpfe rausholen und den Ton. Ja, Lattenzaun ist mir egal. Hier hat man... Ah ja, hier war ja was. Ja. Und dann leveln wir da ein bisschen. Irgendwie müssen wir... Also leveln müssen wir immer. Oh, Näherei. Hier, eine Tasche. Hilft die denn? Ah ja, für Saatgut oder Dung. Also hatten wir ja schon mal so einen Beutel. Hier so ein Pelz für 300. Pelzumhang. Strohhut. Hier Lederhandschuh. Sowas müssen wir bauen als Jäger. Und eine Taverne. Dann können wir uns jeden Abend volllaufen lassen. Doll. Ne, komm, wir machen jetzt erstmal die Schaufel. Guck mal, haben wir noch einen Plan. Gut, dass wir noch das letzte Mal da hier, ne, was verkauft haben für 50 Öcken. Die Stöcker. Wie, wo, was, wer und wo baue ich das denn? Steinwerkzeug hier. Steinerner Spie ist nicht freigeschaltet. Den würde ich gern. Warum kann ich den Fels werfen? Wurffels. Bauen wir mal ein. Einfach aus Spaß. Und den steinernen Spieß. Warum haben wir den denn noch nicht? Ein Knüppel. Wofür brauche ich einen Knüppel? Kann ich dann die Dorfbewohner K.O. schlagen? Wie geil wäre das denn? Dann könnte ich aber auch mit dem Bauhammer. Hier, Schaufel. Zwei Rundholz. Machen wir jetzt. Warte mal, was brauchte ich für ein... Achso, ist noch nicht freigeschaltet. Okay. So, dann holen wir uns jetzt mal, wir haben ja hier vorbereitet, ausnahmsweise mal.
2, hat er gesagt, ne? Runde. Ah ne, hier ist das ja. Runde 2, wir haben. Ja, Tisch. Bauen. Schaufel bauen. Kein Stein dran, obwohl. Okay, mach. Was du willst. So. Und jetzt? Schaufel. Hose. Schaufel. Da. Legen wir so eine 5. Die Schaufel. Ist echt aber so eine simple, ne? Ich habe einen Stock gefunden und meine Schaufel. Gesteinsbrocken zum Werfen. Packe ich mir mal auf die 6. Gucken, was passiert. Haben wir 5 Stück. Ah, da kannst du aus einem Stein. Können wir auch mal jagen gehen. Oh, wir sind wieder so schwer überladen. Wir haben in keine der Kisten mehr richtig Platz, ne? Warte mal. Ich will auch ein bisschen Ordnung halten. Das ist so ein bisschen schade, dass man nicht hier so... Da würde ich gerne ein paar Gegenstände und Truhen und das selber in die Wohnung stellen können. Ich finde es ja okay, dass die ganzen Wohnungen oder die Häuser vordefiniert sind. Ja, ein bisschen... Das ist so... Da ist es dann zu sehr Management, ne? Also nachher wahrscheinlich fürs Later Game, was dann noch kommt. Wäre aber so ein bisschen schade. Ein bisschen mehr eigene Ordnung hätte ich gern. Hier ist die Kiste ja auch schon fast voll. Oh. Jetzt die 6 wähle. Also einen Stein in der Hand. Okay. Ja. Logisch. Also müssen wir die Taschen leeren. Irgendwie. Renn verwirrt durch die Häuser hin und her. Auch voll. Alles voll. Alles voll gepackt. Vielleicht soll er mal was wegwerfen. Aber finde ich auch so Verschwendung. Finde ich auch nicht in Ordnung. Hier haben wir Platz. Ah, geil. Na gut, komm, dann packen wir hier ein paar Pilze rein. Die wiegen auch ein Kilo, auf einem Kilo Fliegenpilze dabei. Ja, geil. Gehen wir heute noch ab. Die könnte ich eigentlich ins Dorf bringen und verticken. Das machen wir. Und dann sind wir wieder leicht genug und zack. Und dann machen wir hier ein paar Stumpen aus dem... Das ist jetzt der Plan, die Stumpen leer machen. Und dann sind die Fallen vielleicht auch schon wieder belegt. Mit Käse. Mal gucken, was ein Stumpen da bringt. Das haben die auch gepatcht. Da kriegst du auch ein Grundholz jetzt raus, angeblich. Und der Schnee knatscht unter den Füßen. Nicht mehr so. War gerade anders. Egal. Du könntest aber auch rennen. Was ist das denn hier? Hat ja einer Pipi gemacht. Ah! Habe ich die Schaufel noch dabei? Nee, die habe ich natürlich jetzt weggepackt. Hier müssen wir Ton sammeln. Merken, auf dem Weg zum Dorf ist Ton. Gib den Ton. Kannst du sogar im Winter sammeln. Interessant. Doch, es knatscht noch. Hört ihr? Oh, ist das schön. Ah, egal. Hör doch. Hier. Wenn man rennt, knatscht es nicht so schön. So, hier, verticken. Olle. Hab hier wieder was. Bist du hier die? Nee, wo ist die Beutelfrau? Ich hatte doch hier Karotten letztens draußen liegen. Liegen die immer noch? Ihr seid ja blöde. Warum geht ihr mit 2 Männern jetzt da? Ich frag nicht. Adelina war das nicht. Wo ist hier die Beutel? Tossi, du? Auch nicht. Bist du die? Nee, Moment, du hast einen. Oder. Karottensamen brauchen wir eigentlich. Preis 10. Ziegelsamen, aber der haben wir schon gekauft. Hier, komm, hier, halt. Nee, der habe ich noch nie was verkauft. Machen die jetzt auch langsam Läden auf? Also sammeln die auch? Könnte ja sein, ne? Die sammeln auch und Dings und dann ist so ein bisschen Handel. Was hast du denn so? Ja, gucken wir mal. Fände ich cool. Personalisiert alles so ein bisschen. Ja, komm, verkaufe ich die Speere hier. Die geben. Ah, Moment, weil die verbraucht sind, geben die weniger. Egal. Sie wiegen schwer in meiner Tasche. Ihr sollt sie haben. Röhrenpilz, Vergiftung, hier alles. Fliegenpilz, so. Und hier auch, giftig wie Sau, nimm. Willst du noch einen Stock? Hier hast du 3. Oh, guck mal, bevor die kaputt gehen, 25... Boah, die Beeren sind voll runter. Scheiben, Honig, Kleister, lustig. Hat nicht Scheiße gesagt. Ich wollte auch gar nicht Scheiße sagen, aber ist ja auch nicht gut für die, ne? Wenn man immer Scheiße sagt. Aber es ist ein normales... Früher fand ich, war Scheiße voll schlimmes Wort. Mittlerweile ist das doch so...
Gibt viel Schlimmeres. So, komm, verticke ich auch mal alle Beeren. Mal 100 Öcken. Dann schleppe ich nochmal die, bevor die gleich vergammeln. Oh. Ich glaube, die Sachen vergammeln aber je nach Jahreszeit, ne? Nicht pro Tag. Hoffe ich. Sonst haben wir nachher echt ein Problem. Ich hab's, obwohl die Beeren sind vom Sommer, die sind noch gut. Und dann reicht es echt, wenn man 300 einlagert. Muss ich nachher die Leute auch versorgen oder versorgt sich hier jeder selbst? Und was wollte ich kaufen? Karottensamen wollte ich eigentlich haben für Fleischsuppe. Eigentlich müsste man Brot auf lange Sicht machen, aber kann ich ja nicht kochen. Komm, nehmen wir mal mit hier. Nochmal sicherheitshalber 5. Ich singe nur das Lied mit von der netten Dame im Hintergrund. Nee, sonst hat die ja nichts. So, ich werde jetzt gehen auf Wiedersehen. Warte mal, was wollte ich denn noch? Federn habt ihr nicht zufällig, oder? Kann ich mit. Da rennt ein. Ich sehe da ein Vertragszeichen. Was bedeutet das denn? Ach, so hätte ich ja auch gucken können. Die, ja, jetzt sind hier mehr mit dem Beutel.